Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Gerade noch schnell das Mikro anstecken. Ich grüße dich herzlich willkommen zu diesem Live-Impuls heute. Und heute geht es um den einfachsten Weg aus der Stressspirale, dem Hamsterrad, dem Alltagstrott. Der wirklich ganz einfache, simple Weg. Aber bevor wir da hinkommen, erzähle ich dir erstmal eine kleine Geschichte. Und zwar in letzter Zeit kommt es bei uns immer mal wieder vor, dass wir entweder keinen Strom haben oder kein Internet haben, also sprich, das WLAN total zusammenbricht, aus unersichtlichem Grund. Also es ist einfach so, es ist gerade noch am Arbeiten, gerade noch am Leute motivieren, mitten im Coaching, wupp, alles weg. Und das zieht sich jetzt schon seit geraumen Monaten durch unser Leben. Und ich überlege mir ja dann immer, was will mir das Leben hier gerade sagen? Früher, muss ich ja ganz ehrlich sagen, früher ist ja total übertrieben, noch vor einem Jahr. Solche Situationen, ja, wo ich keine Kontrolle drüber habe, wie zum Beispiel Stromausfall, hatten wir in Asien auch immer mal wieder, oder aber eben kein Internet, sprich somit für mich keine Arbeit in dem Sinne. Ich bin rumgerannt wie ein aufgeschrecktes Huhn. Was machen wir jetzt? Da muss es doch irgendeine Lösung geben. Das gibt's doch gar nicht. Und ich brauche aber und ich muss. Und immer wieder. Das heißt, ich habe den Fokus auf das Problem gelegt. Ist ja auch logisch. Ja, das ist genauso, wenn du mit dem Auto eine Panne hast. Oder wenn du morgens aufwachst und du hast so einen Kopf. Hast einfach Kopfschmerzen. Wir legen dann sofort den Fokus auf das Problem, anstatt auf die Lösung des Problems, was wir ja eigentlich tun sollten. Also sprich, in unserem Falle kein Internet, kein Strom, aufgeschrecktes Hühnchen, boah, was mache ich jetzt? Stattdessen, was wir jetzt immer tun, insgeheim freue ich mich immer so ein bisschen drauf, ist wirklich alles, können Sie sich das vorstellen, wie früher in der Schule, ne, wo man so Stift fallen lassen, lass den Stift fallen, schnapp dir ein Buch, schnapp dir einen Kaffee, einen Smoothie, was auch immer. Setz dich raus, setz dich rein, wenn es draußen nicht schön ist. Und sei ganz in dem Moment und genieße die Auszeit. Anscheinend braucht man sie dann gerade. Ja, jetzt sagst du, ja, meine Güte, also wenn ich mit einem Auto unterwegs bin und das Auto hat eine Panne, also entschuldige bitte, da brauche ich keine Auszeit, da stehe ich mitten auf der Straße, muss einen Haufen Zeug organisieren, ADAC anrufen oder was auch immer, keine Schleichwerbung. Da kann ich mich doch nicht, wo soll ich mir da denn den Smoothie hernehmen? Und ja, natürlich hast du recht, wenn solche Extremsituationen sind. Aber es hilft dir auch nichts, rumzurennen und oh, wieso hat mein Auto jetzt eine Panne und es kostet jetzt einen Haufen Geld und oh, was soll ich denn jetzt noch machen und wie komme ich nach Hause? Nein, fokussiere dich auf die Lösung, nicht auf das Problem. Das Problem ist so oder so da, ob du dich schon drüber aufregst oder ob du sagst, okay, was sind meine Möglichkeiten? Okay, ich kann ein Unternehmen anrufen, das mein Auto abschleppt. Ich kann die Werkstatt anrufen. Ich kann meinen Partner anrufen, meine Partnerin. Ich kann meine Freundin anrufen. Ich kann irgendjemanden anrufen. Das ist der andere Fokus. Konzentriere dich auf die Lösung des Problems und nicht auf das Problem selbst, denn so geht's nicht weg. Und genau so können wir das auch für ganz viele Bereiche in unserem Leben eben anwenden. Als wir in der Bretagne waren, da hatten wir einen massiven Stromausfall. In der ganzen Straße, keiner wusste warum und keiner wusste, wann der Strom auch mal wieder kommt. Zum Glück hatten wir da ein Gasherd, da konnte ich wenigstens was kochen. Da war es so, die ersten Minuten sind so, Pause, ganz toll, ja. Und nach so einem halben Tag denkst du dir dann, wie blöd ist das denn? Ich muss alle meine Termine absagen und kann gar nicht. Ja, also das heißt, je länger etwas andauert, desto unbequemer wird es. Aber auch da, als wir in der Bretagne waren, habe ich dann gedacht, hey, wir haben so viel. Wir haben
Wir haben fließendes Wasser. Wir haben die Toiletten im Haus. Weißt du, für dich klingt das jetzt vielleicht so, na und? Aber dadurch, dass wir auf Weltreise waren, da gab es Situationen, da warst du froh, dass du eine Toilette im Haus hattest. Ja, im Dschungel von Asien irgendwo. Yay, Toilette, super, ja. Oder heißes Wasser oder ein Wasserdruck. Ja, wirklich, wo du sagst, okay, ich muss jetzt hier keine Stunde unter der Dusche stehen, damit ich mir mal irgendwie die Seife aus den Haaren wasche. Ja, oder am besten springe ich ins Meer rein, da geht's schneller. Weißt du, jeder hat einen Wasserdruck. Wir drehen einfach nur auf und da kommt Wasser rauf. Wir können jederzeit alles essen. Wir machen den Kühlschrank auf und es ist alles da. Wir müssen nicht mehr aufs Feld, wir müssen nicht warten, bis was reif ist. Es ist einfach immer alles da. Und wenn wir darauf mal den Fokus legen, ja, und wirklich sagen, ich bin echt dankbar für alles, was ich habe. Und das ist nur ein kleiner Bereich. Sei dankbar für deine Familie, sei dankbar für dein Auto, für dein Zuhause, für alles, was du hast und alle Möglichkeiten, die du vor allen Dingen auch hast. Wir haben so viel, aber wehe, etwas fällt mal aus. Wasser abstellen. Wieso Wasser abstellen? Was müssen die machen? Da habe ich überhaupt kein Wasser. Was soll ich denn dann machen? Oh meine Güte. Boah. Die Zeit, wo es noch kein fließend Wasser gab, die ist noch gar nicht so lang her. Die Zeit, wo wir diese ganzen Luxusprobleme nicht hatten, so von wegen, oh, ich muss den Knopf drücken, um mir einen Kaffee zu zapfen. Wäre ja schön, wenn das auch mal so automatisch ginge, dass der einfach schon da ist. Boah. Ja, oder früher, es ist voll übertrieben, aber wo man Filme noch aufnehmen musste oder konnte, um sie dann anzuschauen, weil die besten Filme irgendwie immer um 23.35 Uhr kamen. Ja, und man dann mit Videokassetten, weißt du, all so Zeug. Und heute, was machst du? Du hast dein Amazon Prime, du hast dein Spotify, du hast Arte, du hast alles mögliche, du hast sofort, jederzeit Zugriff. Und das, Leute, das, entschuldigt die Sprache, das versaut uns. Das versaut uns total. Und deshalb fokussieren wir uns auf all das, was wir haben. Und wenn es nur heute ist, wenn du dir heute einfach mal sagst, okay, was habe ich denn alles? Ey, fang mal an aufzuschreiben, was du alles hast. Da hörst du nie wieder auf, oder? Also ich meine, allein wir schon immer noch auf Weltreise, uns immer noch nicht niedergelassen, immer noch auf Weltreise, immer noch mit Rucksack unterwegs. Selbst ich merke jetzt schon, wie ich schon wieder Dinge kaufe, die ich vor einem Jahr noch nicht gekauft hätte. Und wenn ich mal alles aufschreiben müsste, würde ich auch eine Weile dran setzen. Und wie gesagt, wir besitzen nur noch Rucksäcke. Wir besitzen keinen Tisch und keinen Stuhl. Es gehört uns alles nicht. Das mieten wir einfach mit. Ja, und jetzt überleg du dir mal, stell dich einfach in dein Zimmer und guck dich um, was du alles hast und sei bitte dankbar dafür. Und nicht nur dankbar für die materiellen Dinge, sondern eben auch dankbar für die Sonne, wenn sie rauskommt, wenn gerade den ganzen Tag bewölkt war, für den Regen, den die Natur braucht, für deine Freunde, die immer für dich da sind, für deine Familie, ja, mit der du dich super gut verstehst, wo viel Liebe gegeben wird. Sei dankbar für alles. Das ist der einfachste Schritt aus der Stressspirale, aus dem Alltagsrad, aus dem Frust, aus dem, ja, wirklich, aus dieser Spirale eben raus. Das ist der einfachste Schritt. Fokussiere dich auf das, was du hast und fokussiere dich, wenn ein Problem aufgetreten ist, auf die Lösung des Problems. Zwei mega einfache Schritte. Wenn du jetzt schon Teil bist von Strahlen statt Funktionieren, meiner kostenfreien Gratis-Challenge 60 Tage lang, dann kannst du dich freuen. Denn die nächsten Tage bekommst du jeden Tag wiederum einen Tipp, was du tun kannst, wenn du vorhast, aus dieser Stressspirale rauszugehen, um in deine Energie zu kommen, um in deine Kraft zu kommen und vor allen Dingen darin zu bleiben. Weil darum geht es ja in der 60-Tage-Challenge. Es geht darum, dass wir strahlen, anstatt zu funktionieren. Und wenn wir strahlen, dann ist es, weil es uns gut geht. Und nicht, weil wir uns halt hinstellen, du musst nicht strahlen. Ne? Ihr erinnert euch an die eine Aufgabe, heute lächelst du mal, auch wenn dir gar nicht danach ist, ne? Bis man Muskelkater hat. Ja, das sind Mittel und Wege, aber wirklich dieses Strahlen aus innen, diese Lebensfreude, die kommt
von Energie. Ohne Energie läuft nichts. Und Energie bekommen wir aus verschiedenen Quellen. Aber all das bekommst du ja mit in der 60-Tage-Challenge. Also falls du noch nicht dabei bist, unter diesem Video findest du alle Links zu der Challenge. Es gibt zwei Gruppen dazu, einmal bei Facebook und einmal bei Telegram. Und falls du dieses Video jetzt auf YouTube schaust, was ich denke, glaube, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, damit noch mehr Leute erfahren, worauf wir tatsächlich den Fokus legen sollten. Und abonniere gerne meinen Kanal, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, sobald ich live gehe. Okay, ich wünsche einen ganz genialen Tag. Leg deinen Fokus auf das Positive, auf das, was du hast. Freu dich an dem, was du hast. Und vergiss nicht, heute Nein zu sagen. Das war deine Aufgabe des Morgens, damit du Ja zu dir sagen kannst. Ich bin mega gespannt. Freue mich auf das.